Hallo zusammen, heute machen wir den schnellsten Cheeseburger der Welt. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Manchmal muss es einfach schnell gehen. Und wenn ich mal richtig Lust auf Cheeseburger habe, dann sollte es eine Variante geben, die möglichst schnell realisierbar ist. Für diese Fälle habe ich entweder Brötchen eingefroren oder aber diese unsäglichen Convenience-Burgerbrötchen aus der Tiefkühltheke vom Discounter meines Vertrauens. Ich weiß, dass einige Zuschauer die Hände überm Kopf zusammenschlagen, wenn ich diese Art von Burgerbrötchen hier zubereite, aber ich handhabe es wie so vieles andere im Leben hin und wieder mal etwas in Maßen, was nicht so gesund ist, ist sicherlich nicht das Riesenproblem. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit meinen Landmann Triton Gasgrill mit dem Pizzastein Modulus Einsatz aufgeheizt und lassen jetzt das Brötchen etwa 8 bis 10 Minuten auf dem Pizzastein backen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Burger Patty. Ich habe hier frisches Hack. Wie gesagt, auch das ist eigentlich etwas, das habe ich meistens in Portionen um 500 Gramm eingefroren, sodass man theoretisch auch in der Lage wäre, verhältnismäßig schnell mit gewolftem Hackfleisch ein Burger Patty zu grillen. So, ich habe das hier mit Jack and Smoke gemischt und jetzt forme ich einfach ein kleines Patty. Ich denke, dass das Patty so ein Gewicht von 250-300 Gramm auf die Waage bringt, aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir schon mal Lust auf Cheeseburger haben, dann darf es ja auch wenigstens ein ordentlicher sein. So, jetzt drücke ich das in der Mitte noch so ein bisschen ein und fertig ist unser Patty. Und jetzt hauen wir das auf den Gasgrill, direkte Hitze und lassen das so 3-4 Minuten von jeder Seite grillen. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass man zwischendurch den Deckel geschlossen hält, denn nur so kann auch das Brötchen auf dem Pizzaeinsatz einigermaßen backen. So, jetzt einmal umdrehen, dann von der anderen Seite und wenn dann die anderen 3-4 Minuten um sind, dann legen wir unser Burger Patty auf die indirekte Hitze oben auf unser Warmhalterost und geben etwas geriebenen Käse rüber. Geriebenen Käse im Übrigen habe ich auch immer eingefroren. Immer dann, wenn ich so Reste in den Packungen habe, dann schmeiße ich das in der Regel in den Tiefkühler. Kann man auch relativ simpel entnehmen und sofort verwenden. Deckel zu. Und so nach weiteren 2-3 Minuten ist dann unser kompletter Burger fertig. Hier ist das fertig gebackene Brötchen. Ich finde, es hat eine sehr, sehr schöne Farbe bekommen. Wer möchte, kann das jetzt natürlich auch noch vor dem Backen mit Eigelb bepinseln, mit Sesamkörnern oder irgendwas ähnlichem. Ich habe hier die Basisvariante genommen. An Soßen habe ich eigentlich immer im Haus Senf und Ketchup. Und wie gesagt, das ist ein Basic Cheeseburger. Schon ordentlich Käse drauf, ein bisschen Ketchup in den Deckel. Und zack, zack, fertig ist ein extrem saftiger und extrem schneller, leckerer Cheeseburger. Ja, mich würde natürlich an der Stelle erstmal interessieren, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Bock habt auf sowas richtig Schnelles? Und dann werde ich das Ganze natürlich auch probieren. Wie gesagt, der ist sehr, sehr saftig. Ich finde die Idee witzig. Ich finde, man kann das hin und wieder mal machen, auch mit diesem Brötchen. Das ist meine Meinung. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Besucht doch auch meine Fanpages. Nur nach 15 Barbecue gibt es bei Instagram, bei Facebook, bei Patreon, bei TikTok. Ich bin überall. Hinterlasst mir doch unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.